Letzter Ball mit gelber Birne. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Gerade einen Enter gefangen mit dem letzten Ball mit gelber Birne. Richtig saftig. Ich habe mich mal schnell umgezogen, also das war immer noch vorhin. Ich habe mich nur mal schnell umgezogen, weil mir aufgefallen ist, dass ich das graue Shirt jetzt die letzten paar Videos zufällig anhatte. Heute reden wir über, was heißt reden wir über, also ich teile euch mit. Und zwar ist heute Abend um 19 Uhr die Anmeldung für Prag. Safari Zone in Prag. Für alle, die es interessiert, ich fahre auf jeden Fall mit oder ohne Ticket. Und das ist genau wie in Oberhausen. Schaut euch das Video an über Oberhausen, mein Feedback, dann wisst ihr genau, was da alles auf euch wartet. Und die Anmeldung ist heute um 19 Uhr, genau wie beim letzten Mal. Da habe ich auch ein Video gemacht, wo ich mich angemeldet habe. Nur Spieletrend war eingeladen. Ich musste es ganz normal machen und mich anmelden. Und die Facebook-Seite von dem Einkaufszentrum in Prag. Centro, irgendwas, weiß ich gerade nicht. Wird es genau wie Oberhausen posten, um 19 Uhr, den Link. Und dann geht ihr da drauf und dann kommt ihr zur Anmeldung. Manche haben Angst, befürchten, dass die Anmeldung auch auf Tschechisch ist. Was natürlich sehr leidend ist, aber ich denke, man wird es schon verstehen. Nachname, Vorname, Adresse und so. Ich denke mal, man wird es schon herausfinden. Und wenn ein paar Fehler drin sind, ist auch egal. Also beim letzten Mal musste man ja nur die ID zeigen, also den Ausweis und... keine Ahnung, so Straße und sowas war vollkommen irrelevant. Also solange der Name stimmt, die haben glaube ich nicht mal das Alter gecheckt, also solange der Name stimmt, passt das schon. Also macht euch da keine Sorgen. Und genau wie bei Oberhausen, kursieren ein paar Links schon herum. Man konnte ja, also das war immer derselbe Link, nur der Name des Einkaufszentrums war am Ende des Links anders. Davor war glaube ich Barcelona, wenn ich mich richtig erinnere. Die Anmeldung war um 18 Uhr. Dann haben die Leute einfach den Link von Barcelona genommen und dann am Ende das Einkaufszentrum von Barcelona weggetan und dann Oberhausen oder so reingeschrieben oder Zentro Oberhausen, ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann konnten sie eine Viertelstunde, 10 Minuten davor bereits auf die Seite und dann sich bereits anmelden. Das haben ein paar gemacht und das machen jetzt auch ein paar für Prag. Es kursieren zwei Links herum, einmal mit Bindestrich und einmal ohne, also
Probiert beide aus. Viel Glück für heute. Ich werde das Ganze live streamen. Ich werde um 6, Viertel nach 6 ungefähr online gehen. Dann können wir ein bisschen chillen, ein paar Fragen beantworten, dies, das, über das Event reden, um was ich da so machen werde. Und dann, 5:45 gehen wir online. Also bin ich schon online, aber gehe ich dann auf die Seiten, versuche mich und die Jungs anzumelden. Hauptsächlich die Jungs und dann mich und hoffentlich klappt das alles. Aber wie gesagt, wir fahren trotzdem. Und dann, genau kurz nach 7 oder so, wenn alle angemeldet sind, wenn das vorbei ist, dann gehen wir offline. Da muss ich ein bisschen klickern gehen. Heute mal ausnahmsweise auf Klickertour, weil ich davor nicht nach Pasing kann und auch wegen der Anmeldung. Und damit ich halt dann wenigstens ein bisschen was spiele heute und das Event nutze, gehe ich danach noch klickern. Also das war's, wie gesagt, heute Abend die Anmeldung. Schaut vorbei, geht's ein bisschen früher online, falls ihr könnt. Und dann wünsche ich euch viel Glück bei der Anmeldung und hoffentlich kriegt ihr ein Ticket. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Es lohnt sich trotzdem nach Prag zu fahren, aber darüber reden wir noch heute im Livestream. Das war's, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab und folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Schaut heute Abend beim Livestream vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.